Willkommen zu einem neuen Nazi-vernichtenden Let's Play. Wir starten heute gemeinsam die Story von Wolfenstein Youngblood. Diesmal 100% uncut in der internationalen Nazi-vernichtenden super krass kranken Version. Denn ich bin total verwirrt. Ja, ich habe das eben alles schon einmal gesagt, ein Part davor. Aber anscheinend gibt es wohl x Versionen von dem Spiel. Ich habe meine Version für die PlayStation 4 gekauft bei einem Shop. Und der hat das so beworben, dass die deutsche Version jetzt wohl ungeschnitten sein soll. Stimmt aber nicht, ihr müsst euch die internationale Version holen. Die darf man jetzt zwar legal in Deutschland besitzen, aber es gibt trotzdem noch immer keine ungeschnittene deutsche Version, sondern eben nur diese internationale englische Version. Die hat wirklich alles 100% komplett drin. Der deutsche Kram ist mal wieder komplett wegzensiert. Deswegen spielen wir auf Englisch. Die Amis reden eben Englisch, die Franzosen Französisch. Wenn Pole drin sein sollte, redet der Polnisch und die Deutschen reden natürlich Deutsch. Und auch die Namen und so ist alles irgendwie viel besser. Es ist einfach geiler. Und jetzt starten wir. Ich hätte es ja gerne auf Deutsch gespielt, wenn sie es wirklich mal ungeschnitten gemacht hätten. Aber naja. Wir machen das Ganze jetzt nochmal von vorne. Die Version, also diese Folge geht ein bisschen länger als die letzte dann. Und dann kommt direkt Folge 2. Gut, starten wir. Lasst eine Bewertung da, supportet das Ganze ein bisschen. Jetzt habe ich das Spiel extra zweimal gekauft. Kotz! Pick your head up, Jess. Come on now. What is that thing? Bighorn. No idea what it's doing in these parts. Must have strayed from the flock. Five more. Looks scared. Yeah. Driven off by the storms, I reckon. I don't know about this. Can I take the shot? Situation like this, you need to pay attention to your surroundings. Your mind will slip into that scope. Awareness will narrow to the head of a pin. You make sure while you're stalking that bighorn, you're still watching out for what's stalking you, baby. Good. Good, all right. All right, tell me what you're sensing. It's gonna rain soon. Good. What else? I don't know, there's a band of coyotes about 100 yards northeast of here. Five more, Zofia, kick! Kick! Keep your hands up. Again. No, no more, Mama. This is how you die. This is the moment they get you. We die because we let them kill us. You will face a big, strong Aryan true believer who can push through pain for 1 second longer than you do. And that's all it takes. When does it stop, Mama? Listen, Kohanye. To survive is to embrace the suffering, to stand up and carry it. Okay? Teraz jeszcze pięć. Five more. Nie bać to. Hey, language, Zofia. Daddy. Yep. What else? Daddy? Are you leaving? Holy shit. Holy shit. Situational awareness. It'll save your life. Come on now. Take your shot before the rains come. You guys hungry? Look at you. Well done. Y'all all right here? Wow.
Wow, good for you, Kenneth. I was beginning to think you lacked that killer instinct. Screw you, Arthur. Girls, you be nice to each other. Now, come on. What? It's a compliment. Shut up. Our girls are young women now. When did that happen? What's the matter, darling? Gotta get out of the rain. Scalpel? So you girls are sisters, c'est bien ça? Twin sisters. Daughters of the famous Captain Blazkowicz himself. Except for Abby here, she's a friend of the family. We know he was here, ma'am. He came here looking for something, and then he helped us fight the Nazis, and suddenly he was gone. Plus d'éther, s'il te plaît, Jacques. You have antibiotics, Jacques? Oh, poor Jacques, he's a mute. Why do you want antibiotics? He's got peritonitis. Oh, and how do you know this? Swollen abdomen, rapid breathing. His peritoneum is inflamed, which will eventually lead to sepsis and death. He needs antibiotics. Oh, you come over here, you help? I'm cool. Ma'am, please. Everyone calls me Juju. Will you help us find him, Juju? Wearing power suits? Yep. We don't have anything like this here. Can you handle a gun? Damn straight. Have you ever killed Nazis before? Listen, ma'am. We were born to kill Nazis. T'entends ça, Jacques? Born to kill Nazis. We ain't kill no Nazis. All right, Arthur, they don't need to know that. Very well, then. I may have an assignment suitable for two Nazi killers such as yourselves. After the previous General Lothar Brandt was ousted from power by Berlin, they sent in a new general to fight the Paris uprising. This general is located in a Zeppelin called the Nachtfalter. Kill him first, then we may proceed with finding your father. Look, Soph. Nazi. What'd you think? We gotta kill him. Oh, shit, Arthur. What's the plan? Try to get a clean shot from up here? I'm not ready for this. You'll miss the shot. Shut up, I am ready. Yeah, we should try to get up close. Climb down there. I sneak up from the left. You sneak up from the right. Corner him and kill him. Man, are you crying? I'm not fucking crying. A little nauseous is all. You could have flaked out on me. Hell no. Well, let's go then, little Miss Blazkowicz. Just do what Mama and Daddy would do. Keine Bewegung! Das wirst du noch bereuen! Oh my god, I got his brains in my mouth! Water, give me water!
What if Daddy's hurt? Bleeding somewhere? We can do this. We can find him. Are you kidding me? We got this shit, sis. Fucking A. Remember, girls, you are the daughters of the man who killed Adolf fucking Hitler. You were born to do this. Your target, General Winkler, should be in the front end of the Zeppelin. Copy that, Abster. Alles klar, Freunde. Das ist sie. Die unzensierte Adolf-Hitler-Nazi-Version. Und ich muss sagen, ich finde es irgendwie authentischer. Ich finde es irgendwie besser, dass jeder auch so ein bisschen in seiner Muttersprache spricht. Die Akzente und Dialekte. Ich finde das cool. Ich finde, das fehlt so ein bisschen dann in der deutschen Version. Und natürlich ist es viel, viel geiler, wenn man auch wirklich 100% ungeschnittene Nazis wegholt. Ich hasse es, wenn Spiele zensiert werden. Tja, die ganzen Infos hier, die kennen wir schon. Takedown, der Mann hier drüben braucht eine kleine Axt in der Fresse. Nun, Kumpel, wer das Kreuz trägt, der bezahlt mit Blut. Dankeschön. Nice. Ich nehme diesmal direkt seine Waffe mit. Ah, ich habe den Skin verloren. Denn ich wollte unbedingt diesen roten Waffenskin. Aber leider... Ja, schön, gut. Wir töten Nazis. Ist ja gut, ganz ruhig. Okay, Jazz, ganz ruhig. Aber leider übernimmt man irgendwie den Skin nicht. Nicht schlecht, alter Winkler. Nun ja, also es wäre total nett, wenn... Naja, wenn ihr sie sofort töten könntet. Könnt ihr das für mich machen? Das wäre voll lieb. Ah, ich liebe die Musik. Die Stuttgart Girls. Auch wenn die Lieder hier anders sind. Na gut, wir sind in den 80ern angekommen. Die Musik der 70er und 80er gibt es hier. Und wir teilen uns ein Leben. So, ich bleib mal bei der Waffe hier. Und ja, hau mir dann direkt den Tarnmodus rein. Dich hole ich aber ohne Tarnmodus weg. Ganz easy, ganz cool. Mach keine Zicken, Techniker. Bam. Okay, warte mal. Wir looten erstmal ein bisschen und laden hier die Energie auf. Kann ich auch hier durch? Ne, hier ist zu. Hier gibt es noch ein bisschen Muni. Was kann ich hier mitnehmen? Nichts. Kugeln. Okay. Gut, gehen wir in den Tarnmodus rein. Wo ist der eine hingegangen? Ach, der steht immer noch da vorne. Alles klar. Bam! Nazi coming up. Alles klar, bereit. Und ich hack dich einfach weg, Alter. Fritzi ist gestorben. Ich habe den kleinen Fritzel von seinem elenden Leben erlösen müssen. Und ich hab's gern getan. Mann, die brauchen echt viel Papier, die Jungs. Die brauchen wirklich verdammt viel Papier. So, easy, easy, easy. Konnte man das Ding nicht werfen? Ich fliege zum ersten Mal mit einem Zeppelin. Was? Wie kann das denn sein? Ich habe mich erst vor 2 Monaten gemeldet. Hey, I'll be there soon, sis. Ich hab mir also den neuen zugewiesen, was? Schöner Mist. Jawohl. Neuling. Hey, du! Okay, die sehen uns. Die sehen uns! So gut ist die Tarnung anscheinend noch nicht. Erstmal schön hier in den Schwanz geschossen. Alter. Soph, man schießt niemanden in den Schwanz. Auch keinen Nazis. Das ist Regel Nummer 1. Das ist Regel Nummer 1. Es gibt Grenzen. Es gibt einfach Grenzen. Okay, nicht looten, töten. Ballern wir ihnen die Fresse weg. Und wenn schon, dann richtig. Was ist hier drin? Bisschen Nazi-Cash. Mann, hätten die das nur Nazi-Cash genannt. Das wäre so endcool. Wow, wow, wow. Jetzt kommen sie aber hier angewackelt. Der Kollege ist noch am Leben gewesen. Was macht er hier? Ich will ihm Bein wegschießen. Oh, das sieht so widerlich aus. Geil, Mann. So, Infos. Man sollte sie lesen, denn sie geben Nazi-Cash. Looks like we need a code for these doors. Okay, wir brauchen einen Code.
Wir brauchen die Floppy. Leute haben schon geschrieben, yo, du übersiehst super viel Zeug, aber hier liegt ja überall irgendwas. Also hier kann man ja wirklich, wenn man will, allein hier in diesem kleinen Abteil könnte man locker 20 Minuten rumlooten. Aber darauf habe ich natürlich auch nicht so wirklich Bock. Also ich nehme so mit, was ich in die Finger kriege, aber komplett hier wirklich alles absuchen nach jeder einzelnen Silbermünze. Nee, also ist mir dann doch ein bisschen too much. Ist auch irgendwie unnötig, finde ich. Oder was ist eure Meinung dazu? Es gibt halt immer die Menschen, die wollen halt so einen Let's Player sehen, der wirklich jeden Millimeter des Spiels erkundet. Der sagt, ach guck mal hier zwischen den Büchern, 3 Münzen. Ja, das hat natürlich mein Spielgefühl komplett verändert. Diese 3 Münzen, die haben meine Sicht auf das Spiel komplett verändert. Ja, sonst liegt hier aber nichts mehr rum, oder? Was haben wir hier? Na gut. Dann zeig mal her. So, 8431. Der Code ändert sich schon mal nicht. Egal ob zensiert oder unzensierte Version. 8431. Ja, so totally, sieht's aus. Dude. Ultra taffe Mädels. Hier spricht General Winkler. Ah, Winkler. Wieso wurden diese dämlichen Mädchen noch nicht aufgehalten? Das ist doch keine Bedrohung für die Besten des Reichs, oder? Hey, Winkler, Ende! Ah, fuck! Warum musst du ja genau jetzt kommen? Egal. Schleichen ist eh ein bisschen boring. Warum hat der gebrannt? Was habe ich da getroffen? Die haben sich hier gemütlich im Nazi-Kino einen Film reingezogen. Und wir rotzen sie hier alle weg. Ohne Hemmung. Was haben wir denn hier? Ach, die haben wir schon. Das ist diese automatische Pistole. So. Oh, hier kann man ja auch rum. Die Level sind halt immer ziemlich groß und verwinkelt. Und hier noch eine Münze. Ich sag ja, wenn man will, kann man hier sich tot suchen. Der checkt mal wieder gar nichts, der Kumpel. Boah, aber die Suppe spritzt da raus. Das fühlt sich gut an. Das fühlt sich irgendwie gut an. Gib mir Cash, Baby. Gib mir Cash. Noch mehr Cash. Der Safe ist offen. Kann ich da nicht reinlangen? Ändere Position. Aha. Oh, jetzt kommen diese komischen Schrottsoldaten. Kugelsoldat. Hießen die nicht anders? In der deutschen Version? Au, 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 au. Kumpel ist tot. Kumpel ist tot. Säubern wir erstmal hier die Luxusbereiche der feinen, vornehmen Herren. Mit dem Kugelblitz. Jazz, geht's dir gut da hinten? Ja, yes. Die beste Position. So, irgendwas gibt's da hinten. Was brauchen wir da hinten? Was haben wir hier Schönes? Money, money, money. Money, money, money. Okay, wir können Sachen verbessern. Kosten 1. Kosten 1. Ach, das ist das Erste, was wir brauchen. Dann nehme ich mir erstmal hier Lebensenergie natürlich. Und das war's schon wieder. Oder können wir überall in jedem Bereich... Kosten 3, Kosten 4. Richtig teuer. Egal, ein bisschen mehr Lebensenergie ist auf jeden Fall sexy. Ach, hier gehen wir schon raus. How you holding up, Jess? Fine as cream gravy. Also die Level scheinen deutlich linearer zu sein. Weapon Upgrade. Wer redet hier? Irgendjemand redet, aber ich höre ihn nicht. Jetzt sind wir mal ganz cool und gechillt, ja?
Ist das hier so ein Lebensding? Hey Jess, I reckon I need a hand with this. Das hier ist eine Zwei-Schwestern-Mission. Ja, das ist ein Lebensding. Also bedeutet das, wenn jemand down geht, kann der andere ihn mit so einem Leben halt wieder zurückholen. Wir spielen auf normal, by the way. Ich bin am überlegen, ob wir es ein bisschen höher stellen. Weil irgendwie sind die Kollegen hier jetzt nicht so gerissen. Kommandant Mannheimer. Aber diesmal ist es Winkler. Früher Mannheimer, heute Winkler. Hier scheint niemand zu sein. Doch. So, sind Sie Winkler? Schön, Mann. Schön. Er hat eine Pistole dabei. Warum nicht? Das war wahrscheinlich gar nicht Winkler. Weißt du überhaupt, was diese Rüstungen kosten? Die müsstest du dein Leben lang... Oder halt! Ha! Und da geht's wieder rund. Da geht's wieder rund. Es sind meistens zwei, die ziemlich eng beieinander stehen. Wenn beide sich tarnen würden, nah rangehen würden, dann könnte man das im Koop sicher ziemlich geil lösen. Aber im Singleplayer machst du einen Fehler und die ganze Bande hasst dich wieder. Nette Küche. Schickes Restaurant. Aber in die Tür hier drüben kommen wir nicht rein. Okay, okay. Oh, what the hell? Meine Rüstung ist weg. Okay, die Waffe ist ziemlich wack. Das ist die Kugelwaffe ja tausendmal stärker. Egal, hier neue Rüstung. Nice. Gib mir mal was Dickes. Die zerlegt ihn hier ganz gemütlich. Geh aus meiner Schusslinie, Winkler. Fuck yeah, Baby. Kotzen wir sie um. Ich find's auch irgendwie krass, dass mittlerweile einfach jeder Shooter Gegner haben muss mit Level. Ich meine, der hier ist Level 0, der eine ist Level 4. Die schweren Jungs mittlerweile. Was ist denn mit dem hier? Er hängt hier irgendwie im Stuhl drin. Was essen Nazis? Sushi? Damit hätte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Naja, okay. Deutschland, Japan. Ja, doch. Doch, warum nicht? Schaut euch das hier an. Die haben hier voll die Sushi-Bar. Moment, kann ich davon was essen? Ich hätte das essen können, um mich zu heilen? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Na klar, Brezen. Gut und lecker. Senf. Scharfer Senf. Hey, du kannst hier wirklich alles essen. Ist ja cool. Hm. Schwein gibt's auch. So, Munition wäre noch ganz nett. Hier ist voll, aber was habe ich hier drüben gefunden? Sturmgewehr. Moment. Oh. Das ist eine eigene Waffe. Aber ich habe keine Munition dafür. Was dann wiederum nicht so sexy ist. So. Open the door. And take the computer. Power jump. Mist, ich hätte... Ah. I just hope I get the time to write it all down. Okay, das war sehr selbsterklärend. Ist der Adler aus Berlin heute an Bord? General Winkler? Ja, wieso? Ich will ihn fragen, ob ich morgen frei bekomme. Auf die Hochzeit. Fuck. Ich wollte hören, was, warum, er will frei, für was, für eine Hochzeit? Der Adler von Berlin? General Winkler? Na dann.
Guck, das meine ich. Jetzt müsste jeder einen übernehmen. Das ist richtig für Koop ausgelegt. Ja, und der andere sieht mich jetzt. Oder kann ich die kontrollieren? Aber das hier ist für Heilung. Sonst habe ich, glaube ich, gar keine Befehle. Gar keine Befehle hier! Nö. Ich habe hier eine Leuchte. Das war's, aber sonst. Habe ich hier keine Befehle, um meinen Buddy hier zu lenken. Ich kann gerne nochmal in der nächsten Folge gucken. Weil wenn ich hier halt eine Anweisung geben könnte, dann wären solche Sachen hier auf jeden Fall easy lösbar. Aber so ist halt immer wieder dieses Problem. Da müssten beide ran. What? Ach. Ja. Hier, endlich. Jetzt kann ich die Dinger werfen. Okay, so kann ich es natürlich auch machen. Das geht auf jeden Fall. Jetzt, wo ich werfen kann, nice. Dann kann ich einen nämlich schönen Wurf geben und den anderen die gute alte Handarbeit. Ab und zu müssen Mädchen eben die gute alte Handarbeit machen. What did you talk about? I only hunt Nazis, Jess, not animals. Oh, sie ist tierlieb. Oh, nein, nein! Was ist denn das? Oh, hier rutscht man ab. Das Ding hat ganz schön Power. Man hebt ja regelrecht ab. Ist Jess da oben? So, jetzt hier hin. Vorsicht, langsam. Nicht übertreiben mit dem super krassen Girly-Power-Schub. Ach, guck mal, ich kann auch hier hin. Aber ich habe da hinten eine Rüstung gesehen. Ich bin zwar bei 100, aber kann man die hier noch mitnehmen? Ach, es waren gar keine Rüstung. What? Warte. So. Und jetzt bin ich oben. Was haben wir hier? Muni. Nein, 100 ist im Moment mein Maximum. Moment, wir müssen noch weiter hoch. So, was haben wir hier? Informationen. Das Journal. Das Nazi-Vernichter-Journal. Gut, ich würde sagen, wie es weitergeht, in der nächsten Folge. Bewertung da lassen. Die nächste Folge kommt heute. Supportet ein bisschen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss!